Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka und es geht weiter mit dem Thema Lehrer. Braucht man überhaupt einen? Wenn ja, warum? Ne? Vielleicht gibt es auch Menschen, die keinen Lehrer brauchen. Der nächste Kommentator schreibt: Möchte ich mein Ego loswerden? Kann das ein Fremder erreichen? Das Ego muss ich selbst ablegen. Das klingt zunächst so, und der Kommentar geht noch weiter, ne? Aber das klingt zunächst so, als wäre die Antwort auf die Frage, brauchen wir einen Meister, einen Lehrer? Nein, ne? Denn dein Lehrer, dein Meister kann dir dein Ego nicht wegnehmen. Nur du selbst kannst es loslassen. Da steckt schon was Wahres drin. Andererseits, was der Lehrer sehr wohl kann, er kann einem deutlich machen, zeigen, was dieses Ego oder das, was wir Ego nennen, überhaupt ausmacht. Ne? Wenn man auf eigene Faust versucht, das Ego loszulassen, okay, mein Problem ist das Ego, ne? Ich zerstöre jetzt mein Ego oder ich zerstöre es nicht, aber ich lasse es los. Ne? Das ist sozusagen ein zweites Ego, ein subtiles Ego, das sich sagt, hier, das ist mein Problem, das ist mein Ego-Problem, ich löse das jetzt mal. Kein Meister kann mir dabei helfen, ich muss es selber machen. Ne? Und ein Meister, wenn es ein guter Meister ist, oder ein Lehrer oder eine Lehrerin oder eine Meisterin, wer auch immer, oft reicht schon der Ehepartner. Kann dir oft erklären, dass dein eigentliches Problem, das eigentliche Ego, ist nicht das, was du für das Ego-Problem hältst, sondern es ist der Selbstoptimierer hier oben, ne, der sagt, hier, jetzt lasse ich mal mein Ego los und dann habe ich ein schöneres Leben, ne, und ich beobachte mich von morgens bis abends, meine Gedanken, und ich lasse die Drängler in der Kasse am Supermarkt vor. Ne? Schön, ne? Schön. Aber hast du wirklich dein Ego losgelassen? Ne? Oder erzählt sich das Ego da nur, dass es Fortschritte macht? Wer weiß, ne? Weiter mit dem Kommentar. Versuche ich dies mit Selbstbetrug, also das Ego, loslassen. Ne? Das Ego muss ich selbst ablegen. Versuche ich dies mit Selbstbetrug, dann versage ich natürlich. So, wo ist der Sinn darin? Ne? Man muss allerdings den Selbstbetrug erstmal als solchen erkennen und da ist ein Lehrer oft hilfreich. Daher ist es durchaus möglich, wie es andere bereits getan haben, wie du beschrieben hast, den Weg ohne Meister zu finden. Aber es ist auch sehr schwer, würde ich sagen. Ne? Davon abgesehen, dass diese Meister Individuen sind und natürlich dir ihre eigenen Vorstellungen von aufoktroyieren, musste ich erstmal googeln, ne? Bildungssprachlich für eine Aufzwängen, Aufladen. Auch richtig, ne? Deshalb guckt euch die Meister genau an, denen ihr folgen wollt oder mit denen ihr eure Praxis teilen wollt. Weiter mit dem nächsten Kommentar. So wie das Auge durch seinen Aufbau mit der Auftrittsstelle des Sehnervs einen blinden Fleck aufweist, weil dort keine Lichtrezeptoren sind, so spricht man auch in der Psychologie von einem blinden Fleck. Das sind Teile des Ichs, die ich selber nicht wahrnehmen kann. Das sind Abwehrmechanismen und Glaubenssätze über mich selbst, die nicht einem klaren Blick entsprechen, sondern etwas verschleiern sollen, das ich mir gegenüber nicht eingestehen mag. Ne? Also genau das, was ich eben habe versucht zu sagen, wenn das Ego glaubt, das Problem beim Ego gefunden zu haben, ne, dann befindet sich das eigentliche Problem, das Ego, das sagt, das Problem ist dort, ne,
der blinde Fleck ist hier, ne? Was ich das subtile Ego genannt habe. Ne? Das Ego muss sich selbst ablegen. Aber wer ist denn das, der sagt, ich lege mein Ego ab? Und der glaubt, der könnte das auch so ohne weiteres. Da ist ein blinder Fleck. Das sind Abwehrmechanismen und Glaubenssätze über mich selbst, die nicht einem klaren Blick entsprechen, sondern etwas verschleiern sollen, das ich mir gegenüber nicht eingestehen mag. Je schneller die Antwort, ein Meister oder Lehrer brauche ich nicht, kommt, umso wahrscheinlicher ist es, dass das eine Fehleinschätzung ist. Ein sehr, sehr kluger Kommentar, eine sehr tiefe Einsicht, wie mir erscheint. Ne? Wenn du glaubst, einen Meister zu brauchen, dann brauchst du wahrscheinlich auch einen. Ne? Wobei die Einsicht, dass du einen Meister brauchst, schon ein ganzes Stück weit auf dem Weg bedeutet. Ne? Wenn du glaubst, nee, ich brauche keinen Meister, keinen Lehrer, dann gehörst du vielleicht zu denen, die sich noch in ihrem blinden Fleck ausruhen, ne? Und am allermeisten eigentlich einen Meister brauchen. Aber wie gesagt, diese Einsicht musst du selber finden. Ne? Ich bin nicht der Typ, der sagt, jeder von euch, jeder von denen, die mir jetzt zuschauen, die brauchen einen Meister. Am besten den Meister Muho hier. Werdet meine Followers, ne? Sage ich nicht. Im Gegenteil, ne? Was ich hier mache, ist keine Meister-Schüler-Unterrichtung, ne? Der nächste Kommentar sagt, was bedeutet ein Meister brauchen? Sich einer Sangha anschließen, also einer Gruppe, ne? Und den Belehrungen des spirituellen Meisters zuhören und diese dann bewusst ins eigene Leben integrieren? Könnte ich dich, Muho, zu meinem Meister machen, ohne dich zu bitten und ohne, dass du das merkst, mich aber bewusst deiner Lehre aussetzen und nicht mehreren Lehrenden folgen? Und so die Gefahr besteht, zu einem Fähnchen im Wind werde. Den Satz muss ich jetzt nochmal lesen. Könnte ich dich, Muho, zu meinem Meister machen, ohne dich zu bitten und ohne, dass du das merkst, mich aber bewusst deiner Lehre aussetze und nicht mehreren Lehrenden folgen und so die Gefahr besteht, zu einem Fähnchen im Wind werde. Das könnte jetzt so gemeint sein, dass jemand, der mir jetzt bei YouTube zuguckt, mich zu seinem oder zu ihrem Meister macht, ohne mir das auch mitzuteilen, ohne mich formell darum zu bitten. Und die gucken dann nur noch mir zu, die gucken anderen Meistern nicht zu, die lesen auch keine anderen Bücher, damit sie nicht zum Fähnchen im Wind werden. Ne? Denn wenn man zu vielen Meistern, besonders in der Mitte des Weges, darüber habe ich ja vor kurzem gesprochen. Ne? Am Anfang sollte man sich schon einen Überblick verschaffen, aber dann, wenn man sich für einen entscheidet, macht es schon Sinn, 3 Jahre, 5 Jahre, vielleicht sogar 10 Jahre in dieser Tradition zu lernen, damit man nicht dieses Fähnchen im Wind wird und immer, wenn es schwierig wird an einer Wegstelle, sich dann einen bequemeren Weg aussucht. Ne? Wahrscheinlich ist das gemeint. Angenommen, du guckst mir jetzt bei YouTube zu und du entschließt dich nur noch dem Muho zu folgen und zuzugucken und nur noch dem Muho Fragen zu stellen. Ist das das, was ich meine? Und die Antwort darauf ist natürlich nee. Ne? Also wenn, dann schon eher, wie davor gesagt, sich einer Sangha anschließen und im realen Leben die Praxis teilen. Diese 12 Minuten Häppchen alleine reichen nicht, würde ich sagen. Ne? Wenn es für manche so ein leckerer Nachtisch oder so bedeutet, ne? Okay, ne? Aber es sollte nicht die Hauptspeise sein auf dem Tisch deiner Praxis.
Oder ist damit immer eine intensive, persönliche, regelmäßige Begegnung unter vier Augen gemeint, in der man sich dem Meister anvertraut? Ich würde sagen, ja, eher das, ne? Welche Mindestvoraussetzung muss ganz allgemein ein Meister haben, zusätzlich zu der, dass ich mit dem gut kann? Danke im Voraus für deine Antwort, falls du sie gibst. Smiley. Darüber habe ich auch schon gesprochen, ne? Und also letzter Herbst, eine Sache, die ich gesagt habe, ein Meister ist so wie eine Nadel, der deine Blase zum Platzen bringt, ne? Also, dass du mit dem gut kannst, ist alleine keine ausreichende Voraussetzung, kann manchmal sogar hinderlich sein. Manchmal ist es vielleicht gar kein schlechtes Zeichen, wenn du mit dem Meister nicht so gut kannst, eben weil er dich piekst, ne? Der Meister piekst dich. Der Meister sagt dir Dinge, die du nicht so gerne hörst. Das ist ein Zeichen, dass es ein guter Meister oder eine gute Meisterin ist, ne? Ansonsten guck dich mal um auf diesem Kanal, was ich schon so gesagt habe zu Lehrern oder Meistern. Das ist eine ganze Menge. Danke für die Frage, danke fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter mit dem Thema. Bis dann. Tschüss.